brandneues Format für euch ins Leben gerufen. Dritte Schicht Backstage. Dort erwartet euch eine Menge zum Thema Digitaldruck, Design, Fahrzeugfolierung, aber auch Tuning. Wir nehmen euch mit Backstage. Das heißt, ich habe mir die Kamera geschnappt und gehe den Jungs immer so ein bisschen, führe den ein bisschen auf den Zahn oder gehe den auch mal auf den Sack. Das heißt, ihr bekommt mit, was bei uns hier für Daily Wahnsinn tagtäglich passiert. Ich freue mich schon sehr. Schön, dass ihr mit am Start seid. Diese Woche haben wir auf jeden Fall das Thema Flipfarben und Folien. Ihr seht hinter uns das Projekt vom lieben Lukas. Der war vor 2 Wochen schon da, hat die Flipfolie Fresh Spring von Avery Dennison bekommen. Richtig nice, muss ich sagen. Gefällt uns sehr, sehr gut. Und diese Woche war die liebe Joanna da. So sieht sie aus. Die hat uns mit einer wunderschönen Überraschung bzw. einer wunderschönen Reaktion bei der Übergabe überrascht. Und ihr begleitet uns jetzt erstmal noch die ganze Woche und dann schauen wir ganz zum Schluss, wie sie denn reagiert hat. Komm mal mit. Hallo, hallo. Du hast gerade die Folie ausgepackt. Ja. Zeig mal. Ja. Oh, Cranberry Matt, Freunde, sieht sehr schön aus. Dazu schwarze Akzente. Ich helfe Kevin mal beim Piepeln. Fingernägel geschnitten. Geht das nicht? So. Sollte man eins von mir machen? Nee, als Folie auch mindestens ein Langfingernagel. Na? Na? Wie läuft's? Hast du heute ausgeschlafen? Ja. Cool. Sehr gut. Also bist du jetzt top motiviert, hier ans Werk zu gehen? Läuft. Sehr gut. Das Auto steht bereit. Ich würde sagen, ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf, was hier so passiert. Und der Spoiler ist übrigens auch schon befestigt worden. Sieht jetzt aktuell so aus, ist auch schon offiziell ausgehärtet. Wir lassen ihn aber natürlich so lange dran, bis wir da nicht. Okay, bis wir da mit der Folierung ran müssen. Und ich soll jetzt meinen Fuß gleich mal hinten ran tun, damit der Felix die Raceramp hochfahren kann. Habe ich letztens übrigens bewundert, hat mir die Gute erzählt, dass das aber ein übelster Krampf ist beim Saubermachen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wer solche Felgen fährt, leidet auf jeden Fall beim Saubermachen. Und da klingelt es auch schon wieder an der Tür. Ich stelle die Kamera mal eben ab, dann könnt ihr Kevin noch ein bisschen über die Schulter schauen. Macht euch weg. So, GLS hat gerade Pakete abgeholt, das heißt deine ganzen... Die Chroming-Tapes und Banana-Buffers, die du gestern verkauft hast, sind auch einmal abgeholt und werden pünktlichst zugestellt. Ja, sind wir jetzt leer. Sehr gut. Wow, wir sind schon leer? Ja. Krass. Das ging schnell. Ja. Das ging richtig schnell. Schön. Vielen Dank an alle euch da draußen, die fleißig zugeschlagen haben. Und an alle, die es noch nicht getan haben, guckt mal im Shop vorbei. Und sonst so, wie war dein Tag bisher? Auf Arbeit. Mhm. Wie so Arbeit halt ist, ne? Mhm. Nicht so schön? Schön. Arbeit, Arbeit, wirklich schön. Ich hätte gerne, Toni, ich hätte gerne ein Peitschengeräusch. war ernst? Ja, das ist schön, das freut mich. Das sagen die Jungs übrigens, weil heute der Kühlschrank wieder gefüllt wurde. Deswegen sind jetzt hier gerade alle hypermotiviert. Kann ich euch ja mal zeigen. Es gibt wieder. Oh! Und Süßigkeiten und ich habe tolle Sachen gekauft. Der Kühlschrank ist wieder voll. Ja, das ist immer gute Laune. Ihr wisst ja, wie es ist. Hallo, ihr Lieben, es ist wieder ein wunderschöner Tag. Oh Gott, ey, ich soll ja noch einen Kaffee trinken. Es ist heute wieder ein wunderschöner Morgen und zwar machen wir heute weiter an dem GTD von der lieben Joanna. Da geht es jetzt gerade an die Schürzen und die bekommt noch ein böses Maul. Was das ist, erkläre ich euch jetzt gleich und dann gucken wir mal, was der Felix gerade so Schönes treibt. Hey, das so. Ist so fies gewesen, ne?
So, das ist quasi das böse Maul. Wird hier einmal abgeteilt. Das bedeutet, dass alles, was hier in den Fin ist, einmal schwarz bleibt und wir dadurch einen ziemlich aggressiven Effekt erzielen. Ich mache euch einfach mal später ein Foto, damit ihr entscheiden könnt, was euch besser gefällt. Ich finde es aber ganz cool, weil das sieht dann halt sehr brachial aus, wenn hier nochmal so ein schwarzer Bereich ist. Also ziemlich coole Sache. Ja, ich denke, das geht dann auch gleich los. Felix, du startest mit der Front, ne? Felix? Du startest mit der Front, ne? Ja, ich guck, hier wird schon Wasser aufgefüllt. Erzähl mal, was läuft denn so? Felix ist müde. Okay, Felix, können wir heute nicht auf den Sack gehen. Gut, der hat auf jeden Fall heute noch ein bisschen was zu tun, aber ihr seid gestern mega gut vorangekommen auf jeden Fall. Also da schon mal Daumen hoch an die Jungs. Gute Arbeit. Und ja, dann die Shirts auf jeden Fall auch noch, ne? Aber wir haben ja schon sehr viele GTI, GTDs und was auch sonst noch so gemacht. Das heißt, Felix ist da natürlich schon mega erfahren und wird das hier in einem übelsten Tempo abreißen. Sehe ich das richtig? Sehr geil. Outline. Das wird noch auf den schwarzen Blendkeil gebracht, weil der ist nämlich an den Stellen ausgeplottet, einfach damit wir auch keine Probleme mit Regensensor bekommen und alles, was da halt vorne sich noch befindet. Versuche ich jetzt mal mit dem perfekten Abstand drauf zu positionieren, wenn das fertig geplottet ist, und dann kicken wir es uns mal an. Ansprechbar, danke. Fett. Sieht richtig fett aus. Der Blendkeil hat schon mal funktioniert, jetzt brauchen wir noch einen Raken. So aus. Wir haben jetzt hier so eine schöne Outline in der Vollfolierungsfarbe, nämlich den Matte Cranberry von Oracle, was sich die liebe Johanna ausgesucht hat. Und das Weiß ist quasi noch das Trägerpapier, was wir hier auch zu sehen ist als Rand noch. Das heißt, da ist dann die Scheibe durchzusehen, damit der Sensor funktioniert. Und dann haben wir das Ganze in Schwarz Cranberry, genauso wie das ganze Konzept ist. Hm, was sagt ihr? Sieht doch gut aus, oder? So, ihr Lieben, Tag der Übergabe. Da steht das gute Ding. Der GTD ist quasi so gut wie fertig. Es fehlt noch der allerletzte Feinschliff. Und zwar bekommt die gute noch einen Low Ladies Sticker hier vorne auf die Motorhaube geklebt. Das machen wir jetzt gleich. Dann werden wir noch Fotos machen, so wie das bei jedem Paket bei uns dazugehört. Zum Service Plus natürlich. Und dann kommt auch schon die gute Johanna und dann nehme ich euch mit zur Übergabe. Alles für die Übergabe vorbereitet. Die liebe Johanna ist schon am Start. Gucken wir doch mal. Hallo! Na? Ihr ist schlecht, sagt sie. Nein! Ich bin ein bisschen ganz so aufgeregt. Oh, glaube ich dir. Hi, grüß dich. So, meine Liebe. Erzähl mal, noch nicht ganz. Ich spann dich jetzt erstmal auf die Folter. Du darfst erstmal herkommen, wir berichten, wie es dir die Woche so ergangen ist. Hallo, hallo, liebe Johanna. Ich habe dich hier schon mehrfach vorgestellt vor der Kamera. Ja. Ich drehe mal so, dann haben wir noch unsere Werbung im Hintergrund. Sehr gut. Erzähl mal, wie liefst du so? Warst du sehr aufgeregt? Eigentlich war ich total entspannt. Sehr gut. Die Videos waren ja schon haben dich gut angeteasert so quasi. Bisschen, aber jetzt ist gerade so zertrieben. Alles gut, aber jetzt ist so. Okay, dann will ich dich nicht ganz so lange auf die Folter spannen. Du darfst dich direkt schon mal hier hinstellen. Das Tor wird sich gleich öffnen und dann darfst du dich freuen. Sieht sehr geil aus auf jeden Fall. Wow! Handy geschrottet kurzzeitig. Oh weia! Please not! So. Sesam, öffne dich. Es ist super schön geworden. Du brauchst überhaupt keine Angst haben, wirklich. Aber passender Look heute so ein bisschen, ne? Ja, ne? Sehr gut, sehr gut.
Es geht los, es geht los. Au! Da kommt der Gerät. Und? Oh Gott! Oh, oh je! Guck dir es in Ruhe an, ohne Mist, so schön. Da freut sie sich hier einen Ast ab, ist das cool. So, ich stell mal die und ich gebe mal das Gimbal ab, dann kann ich dir in aller Ruhe deine schöne neue Folierung zeigen. Moin erstmal. Euch, denn ihr habt uns Fragen zum Thema gestellt. Das heißt, wir starten jetzt mit einer Runde Q&A. Welche Farben gibt es alles? Fragt Manustem Official. Farben gibt es eine Menge bei den Flipfolien. Es geht von lila über grün, blau etc. Also ganz, ganz viele. Ich könnte euch jetzt den Folienfächer zeigen, aber da sind die Samples immer sehr klein. Ich würde euch sehr gerne auf unseren Online-Shop lotsen, nämlich trippelschicht-shop.de. Dort bekommt ihr zu den jeweiligen Flipfarben die Modelle von unserem 3D-Konfigurator nochmal dargestellt und seht auch, wie die Farben in Real Life aussehen. Das ist ganz cool. So, der Starkey 93 fragt, wie sieht es aus mit der Haltbarkeit und welchen Hersteller empfiehlst du? Haltbarkeit bei Flipfolien ist immer ein bisschen weniger als bei den normalen Standardfolien, wie wir sie bezeichnen. Die liegt zwischen 3 und 5 Jahren, aber da kommt es auch natürlich auf die Pflege an und wo sich die Fläche befindet. Denn horizontal ausgerichtete Flächen, so wie zum Beispiel hinter die Motorhaube oder auch das Dach, wenn es denn in Flip foliert wäre, die halten ungefähr halb so lange wie die vertikal ausgerichteten Stellen, zum Beispiel der Kotflügel. Einfach weil hier die Sonne nicht ganz so stark drauf scheint. Kommt auch ein bisschen drauf an, ist euer Fahrzeug ein Carport-Fahrzeug oder steht es halt wirklich immer draußen an der Straße in der prallen Sonne. Da kann man das nur als Richtwert quasi benutzen. Nachname Klein fragt, wie sieht es aus mit dem Preis? Ja, preislich bewegen wir uns schon ein bisschen höherpreisig als bei den Standardfolien. Es geht roundabout bei 2300 Euro bei uns los, kommt aber immer drauf an, was habt ihr für ein Fahrzeug, was ist das für eine Lackfarbe, sind vielleicht auch irgendwelche andere Teile dran, die demontiert und wieder montiert werden müssen. Da fragt bitte individuell an. Ansonsten könnt ihr demnächst auf ein neues Backstage-Special warten, wo wir das ganze Thema Beratung und Kosten nochmal extra aufgreifen. Der Nutzer Alexander Stech 666 fragt, kann man mit der Folie auch in die Waschanlage? Ja, du kannst auf jeden Fall in die Waschanlage. Allerdings werden natürlich durch die Waschanlage genauso wie im Lack kleine Mikrokratzer erzeugt. Und je länger du das Ganze vorantreibst, desto größer oder stärker werden natürlich auch die Kratzer. Also über die Jahre wirst du dann natürlich ein bisschen Verschleiß sehen im Vergleich zu, wenn du es halt nur mit Handwäsche gewaschen hättest. Ganz wichtig, bitte keine Heißwachse verwenden. Gassin fragt, gibt es Flipflop-Folien auch im Carbon-Look? Flipflop-Folien im Carbon-Look an sich von den Herstellern nicht. Es gibt aber Carbon-Laminate, die man dann auf die Folien draufziehen kann, sodass man genau das, was du suchst, auch erzeugen kann. Wird natürlich teurer, weil nochmal eine Extraschicht oben drauf kommt, aber ja, es ist technisch möglich. Sebastian de Velmont offiziell fragt, ist der Quadratmeterpreis deutlich höher im Gegensatz zu bedruckten Folien? Das tatsächlich nicht. Bedruckte Folien werden ganz anders hergestellt und natürlich auch individuell bedruckt. Das heißt, die sind deutlich teurer als das, was man hier bei den Herstellern so im Farbfächer bekommt. Du bist also mit einer Flipfolie günstiger als mit einer Digital-Designfolie. Ich würde sagen, das waren schon mal der Großteil der Fragen. Kevin, sehe ich das richtig? Jo. Sehr gut, dann beenden wir das Q&A. So, meine Liebe. Ich hoffe, du hast dich etwas beruhigt. Dann gibt es jetzt hier noch ein kleines Abschlussinterview. Ich drehe mal wieder so rum. Ja. Was sagst du? Ich bin geschockt. Also, hoffentlich positiv. Beste Entscheidung meines Lebens. Die Farbe ist so schön. Sehr gut. Und auch die Kommunikation mit euch, dass ihr das alles so umgesetzt habt. Das war herzlichen Dank. Total easy alles. Freut mich sehr. Also du sagst, Empfehlung geht raus an alle, die noch Bock haben. Ohne. Sehr gut. Einmal Folie, immer Folie, Freunde. Ihr wisst ja, wie es läuft. Sehr cool. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, damit haben wir einmal die Woche im Kasten. Ein super schöner Abschluss. Herzlichen Dank nochmal an dich. Für alle, denen das gefallen hat. Wir haben noch jede Menge coole andere Projekte für euch. Folgt uns gern, abonniert die Glocke und den Channel. Wir sehen uns dann einfach, ich sag mal, in den nächsten paar Wochen wieder, oder? Tschüss! Was ist das für eine Scheiße hier? Muss ich dann wohl so machen. Ist das bescheuerte Gimbal? Gerade geht's doch auch. Ach so. Jetzt will ich warum so.